Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche. Die Woche vom 6. bis 12. November 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten für die neue Woche. Und gucken wir mal, was so ansteht für dich. Die Kartenlegung ist für dich, wenn du den Steinbock hast im Sonnzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Oder vielleicht interessierst du dich auch für jemanden, der Steinbock irgendwo präsent hat. Dann herzlich willkommen. Es geht um Transformation. Und Transformation ist ja auch so ein Thema, ne, wie hier angedeutet mit der Brücke. Die geht halt nur in eine Richtung. Wenn du erstmal losgegangen bist, gibt es halt kein Zurück mehr. Ja, so wie die Raupe, die zum Schmetterling wird, die kann ich irgendwann sagen, Moment mal, ich glaube, ich will doch lieber Raupe. Geht nicht. Also wenn du unterwegs bist, bist du unterwegs. Da steht offensichtlich ein neuer Zyklus an, eine neue Entwicklung an, ein neuer Start an, rein eine neue Ära, einen neuen Zeitgeist. Vielleicht weißt du auch schon, was damit gemeint ist. Vielleicht kündigt sich's auch erst langsam an, aber wir schauen mal ins Tarot, was damit noch gemeint sein könnte, beziehungsweise was die Karten dir hier noch sagen möchten. Wenn dich übrigens interessiert, welche Kartendecks ich benutze, ich habe ja hier die drei auch hergestellt, aber ich weiß, je nachdem, auf welchem Gerät man schaut, sieht man es natürlich nicht so gut. Ich habe die immer auch in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. So, was haben wir denn für den Steinbock? In der neuen Woche. Was ist denn hier so los? Steinbock. Transformationsenergie. Ja, du darfst von einer alten Sache, die vielleicht ausgedient hat, die nicht mehr geklappt hat, loslassen und dich auf etwas Neues hinbewegen, dich auf etwas Neues zubewegen, etwas, womit du vielleicht schon eine Weile liebäugelst. Etwas, was dir vielleicht auch noch nicht so klar ist, weil du von dem Alten noch nicht so ganz loslassen kannst. Aber erkenne auch an, das Alte war gut, dass es da war, weil es hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Bloß da ist nichts mehr zu holen. Der Drops ist gelutscht. Jetzt geht es darum, die alten Schnüre zu kappen, neue Wege einzuschlagen, neue Wege zu gehen, neue Ideen zu verwirklichen, vielleicht auch ja, harte Veränderungen vorzunehmen, die dich wieder auf Kurs bringen. Und erkenne das Alte an als normaler, sinnvoller Meilenstein auf deinem Weg, den du aber jetzt loslassen kannst. Den brauchst du nicht mehr. Also so wie du halt als Kind, also weiß ich nicht, wie es bei dir war, ich habe Fahrradfahren mit Stützrädern gelernt. Irgendwann war wichtig, war gut, hat mir geholfen. Irgendwann haben die ausgedient, ich brauchte keine Stützräder mehr, ich konnte Fahrrad fahren und irgendwann habe ich ein größeres Fahrrad bekommen. Ja, so eine Energie ist das hier. Nur halt auf dein Leben bezogen. Und hier haben wir noch ein Ass für dich, das Ass der Münzen. Also er will auch wirklich ein neues Samenkorn ausgesät werden. Also eine Idee, die du hast. Ein Vorschlag, ob der von außen kommt oder ob der von innen kommt, etwas, womit du liebäugelst vielleicht, irgendwas Neues darf jetzt angegangen werden und es ist auch mit einer Langfristigkeit verbunden. Das Universum gibt dir hier wirklich die Möglichkeit für einen Neustart, für eine neue Energie, für was ganz, ganz langfristiges Neues, was auch heißt, das will ein bisschen gehegt und gepflegt werden. Hier geht es nicht um schnelle Erfolge, hier geht es darum, wirklich dir die Mühe zu machen. Da was Neues aufzubauen aufgrund der Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Aber eben nicht, indem du an der Vergangenheit anhaftest, sondern eben die Schnüre kappst mit unserem, ja, sagen wir mal, Schwert von Erzengel Michael. Zack, das Alte bleibt da, wo es war. Und das Neue heiße ich jetzt willkommen. Wie die Raupe, die eben auch ihr Raupendasein aufgeben muss, um zum Schmetterling werden zu können. Auch hier nochmal. Vielleicht braucht es nochmal ein Dankbarkeitsritual für das Alte. Vielleicht, ja, schreibst du mal einen Brief an dein altes Ich, an deine alte Version, die Entscheidung getroffen hat, um dich dahin zu bringen, wo du jetzt bist. Aber wo du sagst, so, und jetzt lasse ich von dem aber los. Ganz lange war dieser Meilenstein für mich das große Ziel, das große Ganze, da wollte ich hin. Aber wie gesagt, hier ist jetzt nichts mehr zu holen. Jetzt steht das nächste an. Jetzt lasse ich das Fahrrad stehen und jetzt fahre ich Moped. Ja, so, jetzt geht's auf einem anderen Gefährt weiter. Und was ist es für dich in deinem Leben, lieber Steinbock, was wirklich ausgedient hat, weil du ausgelernt hast in diesem Bereich? Es geht jetzt darum, woanders weiterzumachen, da neue Erfahrungen zu sammeln, da wieder neu zu wirken, da wieder, ja, neu anzufangen. Vielleicht auch dadurch mit Unsicherheiten verbunden. Und gleichzeitig weißt du aber auch, dass das jetzt für dich dran ist.
weil das Alte, wie gesagt, der Drops ist gelutscht, hat ausgedient, da ist nichts mehr zu holen, da ist nur noch langweilig und einheitsbrei. Wenn du Lust auf Einheitsbrei hast, naja, okay, klar, dann macht er weiter, aber die Karten scheinen dir was anderes zu raten. Und vielleicht ist jetzt auch so der letzte Schubser oder die letzte Bestätigung in eine bestimmte Richtung, von der du eh schon so ein Gefühl hattest von. Und die Karten bestätigen es dir jetzt nochmal. Das kann total sein. Also dann hoffe ich, dass du den Rat einfach annimmst. Also gerade bei so einer kleinen Legung mit zwei Assen. Also ich sag mal, eindeutiger geht es ja nicht. Und ja, was auch nochmal, es ist an der Zeit, dass du dich über dich selbst hinaus erhebst, dich weiterentwickelst, ankommst in einen neuen Bewusstseinszustand und dich eben auch fragst, wie kann ich die Würde noch mehr in mein Leben einladen, würdevoller jetzt durch die nächsten Schritte zu gehen. Weil ganz ehrlich, guck mal, die Energie, mit der wir hier gestartet sind, das ist nicht würdevoll. Das ist es nicht. Das hier sieht schon ganz anders aus, oder? Also, es ist Zeit, dich ins nächste, in den nächsten Bewusstseinszustand zu katapultieren, wie immer der für dich ausschaut. Wenn wir das gemeinsam machen wollen, jetzt am Dienstag startet ja mein Stardust, wenn du da Lust hast, nochmal einzutauchen mit mir, wirklich in die Tiefe deines Seins und wo geht es für dich hin, warum bist du hier, was ist wirklich der Sinn deines Lebens, dann lass uns das gerne zusammen machen. Das ist ein Jahresprogramm, also wir tauchen wirklich in alle deine Lebensbereiche ein, wir tauchen ganz tief ein in den Kern deiner Essenz und entdecken dich. Nicht im Außen, nicht wie du wirkst, wie du wirklich gemeint bist. Mehr Persönlichkeitsentwicklung geht nicht, wenn du Lust hast, dich darauf einzulassen, ein Jahr lang mit mir. Dann melde dich an. Ich habe es hier am Ende des Videos verlinkt, auch unten in der Infobox. Dann hol dir die Infos, schreib mich gegebenenfalls nochmal an, wenn was unklar ist. Und dann lass uns zusammen ein Jahr lang gehen. Jetzt am Dienstag ist der Kickoff-Call. In der Woche drauf geht es dann richtig los. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich glaube, wir haben auch noch keinen Steinbock. Ich fände es ja schön, wenn wir sehr unterschiedliche Sternzeichen drin hätten. Also, vielleicht hast du Lust dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Deine Denise.